Moin Moin Sportsfreund, schön, dass du eingeschaltet hast. Hoffe, es geht dir hervorragend. Heute werden wir den ganzen Körper dehnen. Ja, für ein aktives Auftreten werden wir den ganzen Körper ein bisschen in Schwung bringen. Wir werden ein bisschen den Oberkörper dehnen. Ja, da werden wir den ganzen Körper ein bisschen beanspruchen. Und dementsprechend dehnen. Erstmal machen wir locken wir uns auf, wir lösen Verspannungen. Ja, du machst sehr viele Workouts, du hast wirklich immer wieder regelmäßig Muskelkater und da haben wir dann auch immer gerne eine Dehnübung dazu, ja. Heute auch die Hüfte nicht vergessen. Wir kreisen die Arme, wir legen die Arme auf die Hände auf die Arme, auf die Schultern und kreisen nach hinten. Nach vorne. Ganz große Kreise machen wir. Ja, wir machen ihn warm, wir machen ihn weich. Ja, wir lösen die Verspannung im Schulterbereich. Mach schöne große Kreise. Ja, wechsel nochmal die Richtung. Kreise nochmal nach hinten. Ja, du wählst selber das Tempo. Du machst es nicht alleine. Wir sind zu zweit. Ja. So, wir legen die Ellbogen auf die Knie, ja, schaut an und macht einen runden Rücken. Wie eine Katze, du machst ihn rund und wieder strecken. Rund, strecken. Dabei arbeitet deine Bauchmuskulatur und dein Rückenstrecker. Fit. Aktiviert. Ja. Merke es im Rückenbereich. Komm Wirbel für Wirbel hoch. Ja. So. Jetzt geht's mit den Dehnen los. Sind ein bisschen warm. Wir werden jetzt den Oberschenkel dehnen. Die rechte Hand nimmt das rechte Fußgelenk. Wir schieben die Hüfte nach vorne, um die Dehnung zu verstärken. Ja, du merkst es im Oberschenkel, wie er sich dagegen dehnt. Richtig schön dehnen. Auch den Fuß gegen den Po drücken. Das schiebt die Hüfte gleichzeitig nach vorne und halten. Das verstärkt die Dehnung. Ja. Sehr gut. Anderes Bein. Greifen mit der linken Hand den linken Fuß. Schieben die Hüfte nach vorne. Machen ein gerades. Geraden Körper. Spür die Dehnung im linken Oberschenkel. Ja. Sehr schön. Machst du das? Kurz ausschütteln. So, jetzt quasi mit dem linken Fuß. Gehen wir einen Schritt nach vorne und gehen ein bisschen mit dem rechten Fuß nach hinten und lehnt sich nach vorne. Versucht die Ferse auf dem Boden zu behalten. Spürt die Dehnung im Wadenbereich. Spürt die Dehnung in der rechten Wade.
spür es. Atme schön durch, kannst auch die Arme ausbreiten, um gleichzeitig die Brust nochmal gleichzeitig zu dehnen. Wenn du heute ein Workout hattest, wo es mehr um die Brustmuskeln ging, ne? Mehr Push-Ups gemacht. Die müssen natürlich auch gedehnt werden. So. Linkes Bein geht nach hinten, Ferse auf dem Boden, linke Ferse auf dem Boden und du gehst du beugst dich so ein bisschen nach vorne, versuchst die Hüfte wieder ein bisschen nach vorne zu ziehen. Du drückst die Hüfte nach vorne, du spürst eine Dehnung im linken Bein, in der linken Wade. Ja, auch wieder. Ne? Drück schön die Ferse in den Boden. Ne? Desto intensiver du es möchtest, desto stärker die Dehnung wird, desto eher gehst du nach vorne. Sehr gut. Und jetzt bleibst du so. Du gehst eigentlich mit dem linken Bein, mit dem linken Knie gehst du nach unten und baust mit der Hüfte wieder Druck aus. Du gehst mit der Hüfte nach vorne. Du versuchst mit dem Sprunggelenk hinter dem Knie zu bleiben. Das Knie macht einen 90-Grad-Winkel. Ja. Du spürst jetzt eine Dehnung im hinteren Bereich, im Hüftbereich. Wenn du mehr willst, wenn du mehr Dehnung willst, dann gehst du auf den Boden. Ja. Schiebt die Hüfte richtig weit nach vorne, dass du richtig die Dehnung auch im Po spürst. Ja, lass die Hüfte richtig nach unten fallen, richtig entspannen. Du kannst natürlich versuchen, auch die Ellbogen abzulegen, ja, dass es dann noch intensiver wird. Sehr schön machst du das. Andere Seite. Ja. Also rechtes Bein nach vorne, rechtes Bein nach hinten. Du versuchst wieder 90 Grad Winkel mit dem linken Bein zu machen und lässt die Hüfte fallen. Du spürst wieder die Dehnung. Oberschenkel. Ja. Einfach schön dehnen. Atmen, perfekt machst du das. Jetzt bleib in dieser Haltung. Wir tun jetzt den rechten Arm über das linke Bein und drehen den Oberkörper nach links. Spürst eine Dehnung im oberen Bereich, im unteren Rücken. Ja, desto weiter du nach hinten gehst, desto weiter du zur Seite gehst, desto stärker wird die Dehnung. Ja. Andere Seite. Wir wechseln das Knie. Linkes Arm, der linke Arm geht über das rechte Bein und drehst dich nach rechts. Kannst du drücken mit dem linken Bein, dem linken Arm kannst du drücken und den Arm hoch, ja? Spürst die Dehnung. Einfach halten. Genieß die Dehnung. Ja, für ein dynamisches Auftreten wird das alles ganz einfach. Am Tag. So. Kommst jetzt
auf beide Knie, ziehst den Po nach hinten und spürst eine Dehnung im Oberkörper. Ja, im ganzen Rückenbereich, die ganzen Wirbel werden nochmal gestreckt. Lass dich fallen, leg die Nase auf den Boden. Ja. Schön die Dehnung spüren, einfach halten. Wirklich sich fallen lassen, sich hingeben. Wir machen jetzt eine rechte Bewegung nach. Mit den Armen gehen wir nach rechts. Spürst eine Dehnung in der linken Seite. Halten, genieße es, atme schön durch. Bei jedem Einatmen in den Brustkorb, Bauchbereich wird die Dehnung verstärkt. Ja. Jetzt wandern wir mit den Händen erstmal zur Mitte und gehen zur linken Seite wieder. Ja. Lass dich fallen. Genieß die Dehnung. Sehr schön machst du das. Einfach dehnen. Ja, das mobilisiert. So, jetzt kommen wir in die Mitte. Jetzt heben wir den Po an. Lassen die Ferse ab. Versuchen die Fersen auf den Boden zu drücken. Du merkst eine Dehnung in den Waden. Ja. Schön hoch den Po. Beine gerade. Und die Dehnung spüren. Rücken ein bisschen rund machen, aber Hauptsache der Po kommt ganz weit hoch. Ganz, ganz weit hoch. Ja. Du bist zu Hause, es kann aussehen, wie du willst, das ist egal. Das macht aktiv und glücklich. Ja, in deinem Tag, in deinem Alltag nimmst du manchmal Positionen ein, die du, also du hast meistens immer eine Abfolge von den gleichen Bewegungen, Muskeln versteifen, Muskeln verspannen sich. So kann man sie ein bisschen lösen, die Verspannung. Einfach dehnen. Po hoch. Sehr gut. Jetzt gehst du mal langsam mit den Füßen zu den Händen. Machst die Beine lang. Und berührst mit den Fingern deine Zehen. Einfach halten, ja? Auch fallen lassen, lass das Gewicht von deinem Oberkörper quasi zu Boden steigen. Atmen nicht vergessen. Kommst jetzt langsam, verwirbel, verwirbel. Kommst du hoch? Ja. Jetzt werden wir die Brustmuskeln mit denen machen quasi ein W mit den Armen. Ellbogen ziehen nach unten, nach hinten weg. Dehnen jetzt die Brustmuskulatur, gehen dabei ein bisschen in die Kniebeuge, ja, spannen den Bauch an, vielleicht auch den Po, ja, aber Hauptsache es geht um Dehnung,
Lass die Arme fallen, geh nach hinten und dehne. Halten. Halten. Sehr gut. Jetzt komm. Jetzt verschränken wir die Hände zusammen. Machen nochmal einen Katzenbocken. Ja, machen den Rücken nochmal rund. Vielleicht hat es gerade bei dir ein bisschen geknackt. Das ist okay. Das löst die Verspannung. Einfach halten. Ja, vielleicht ein bisschen mit den Schultern nachjustieren. Nochmal nachziehen. Sehr gut. Das machst du sehr, sehr gut. Jetzt nehmen wir uns die Schulter voran. Bleib gerade. Zieh die Schulter an. Wir greifen mit der linken Hand den rechten Ellbogen und drücken. Sehr schön, machst du das. Andere Seite. Ja, dieses Workout, dieses Programm ist ideal für den Workout danach. Klar, man soll sich auch ein bisschen, bevor du Sport beginnst, sollst du dich auch ein bisschen dehnen. Ja, auch ideal. Ergänzt richtig die anderen Programme. So, Handflächen nach unten, wie so ein Pinguin. Ja, machst dich schon gerade. Füße werden hüftbreit aufgestellt und dann neigst du den Kopf nach rechts. Spürst eine Dehnung im linken Bereich. Wird stärker die Dehnung, wenn du den Arm nach unten drückst und gleichzeitig kannst du natürlich auch den rechten Arm nehmen und dehnen. Den rechten Arm tust du auf deinen Kopf und verstärkst die Dehnung nach rechts. Jetzt kommst du langsam mit dem Kopf über den Brustkorb hinweg. Auf die linke Seite. Ziehst den rechten Arm nach unten. Nimmst die linke Hand und dehnst die rechte Seite. Super Übung, um den Nacken ein bisschen zu entlasten, die Verspannung zu lösen, wenn du oft im Büro bist und sitzt. Ich bedanke mich für eure Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ich was vergessen habe, lasst mir einen Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.